Hallo, ich bin Adrian und ich darf bei Maniac Trompete spielen. Wie einige von euch wissen, steht bald ein neues Album von uns ins Haus. Ja, ich weiß, das haben wir vor 2 Jahren schon erzählt. Und ich kann verstehen, dass inzwischen der Eindruck aufgekommen sein mag, dass seitdem nicht viel passiert ist. Aber genau deswegen sitze ich jetzt hier. Ich sitze hier vor allem auch für die Menschen, die uns letztes Jahr so wunderbarerweise bei unserem Crowdfunding unterstützt haben. Dafür sage ich im Namen aller Maniacs nochmal ein ganz großes Danke. Die Resonanz, die ihr uns gegeben habt, das war einfach großartig. Und keine Sorge, wir haben eure Kohle nicht versoffen. Also nicht alles. Und um euch zu zeigen, was in den letzten 2 Jahren an diesem neuen Album so passiert ist, haben wir uns überlegt, euch den Ablauf einer Albumproduktion mal ein bisschen transparent zu machen. Und weil wir euch lieb haben und zu doof für Instagram sind, haben wir uns dazu entschieden, das in einem völlig neuen Format zu präsentieren. Wir nennen es Maniac TV. Wenn ein Mensch so ein Album, so ein Musikalbum in der Hand hält oder sich vielleicht die Mühe macht, auf Spotify mal den ganzen Bandnamen einzugeben und nicht einfach dem Shuffle-Algorithmus zu vertrauen, dann ist bis zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Menge Arbeit in so ein Album geflossen. Es wurde komponiert, es wurde gejammt, es wurde arrangiert, dann wurde alles wieder verworfen oder Teile und dann neu arrangiert und dann in der nächsten Probe stellt man fest, dass alles nicht so ganz funktioniert und am Ende kommt vielleicht was ganz anderes raus, als man am Anfang gedacht hat. Also bei uns ist das zumindest so. Und das haben wir jetzt so 2-3 Jahre lang gemacht und waren dann an dem Punkt, dass wir sagten, es ist Zeit, das Ganze mal auf ein Album zu packen. Also auch damit wir nicht die Hälfte wieder vergessen von dem, was wir eigentlich spielen. Und also haben wir unsere 10 größten Hits der letzten 7 Jahre mal professionell aufnehmen lassen. Ja, 7 Jahre, so alt ist unser letztes Album, also La Vida en el Barco, schon wieder. Und das Material, was da auf diesem neuen Album, Mucho Ruido, das ist der Name, sein wird, ist eigentlich nur aus 5 Jahren, denn es ist wieder schon 2 Jahre her, dass wir im Studio waren. Das war 2019. Und was in der ganzen Zeit, in diesen 2 Jahren von Studio bis jetzt so passiert ist, wie viel Arbeit in diesem Album steckt, welche Steine uns die Pandemie in den Weg gelegt hat und warum verdammt das alles so lange dauert, das werden wir euch bei Maniac TV mal aufdröseln. From Television City in Hollywood, CBS presents America's most exciting new show, Maniac TV! Bei Maniac TV werden wir episodenartig Clips präsentieren und mal versuchen zu erklären, was so Begriffe wie Post-Production bedeuten, was das ist, was der Unterschied zwischen Mixing und Mastering ist und warum man zum Beispiel für eine Vinyl ein anderes Mastering braucht als für eine Streaming-Produktion wie für Bandcamp oder Spotify. Und auch wie 9 Menschen es schaffen, manchmal sogar ohne Gewalt, auf eine Meinung zu kommen. Ihr dürft also gespannt sein. Eins kann ich abschließend aber schon mal verraten. Wir sind jetzt auf den letzten Metern. Das Album und alles, was dazugehört, ist fast fertig. Und schon bald können wir euch sogar einen Termin für unser 4. Album, Mucho Ruido, nennen. Wir freuen uns da riesig drauf. Auf diesen Zeitpunkt, wo eine Record-Release-Party steht. Weil das auch für uns der krönende Abschluss dieser ganzen Produktion ist. Wo es nicht mehr darum geht, Dinge zu organisieren oder Arbeit reinzustecken und endlich mal die Rechner aus sind und keine Zoom-Meetings mehr stattfinden, sondern dass wir auf einer Bühne stehen können, euch unser Album präsentieren und dass ihr hoffentlich mal wieder so richtig hart ins Schwitzen kommt. So, das war's erstmal für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Maniac TV.
und freut euch auf exklusive Eindrücke von Maniac im Studio. Denn das wird das Thema unserer ersten Folge sein. Bis dann! Beach, Knarz, Stuhl.